Die militärische Stärke der Menschheit wurde im Feuer eines Krieges geschmiedet, der seit mehr als 10.000 Jahren wütet. Die Galaxis ist ein feindseliger Ort und nur durch Waffengewalt vermag das Imperium zu bestehen. Es ist ein Zeitalter des Krieges, in dem nur die Starken und Rücksichtslosen überleben. Draußen, zwischen den Sternen, kann es keine Gnade oder Schwäche geben und niemand vermag sich dem endlosen Überlebenskampf zu entziehen. Das Imperium stützt seine Macht auf mehr als 1 Million Welten und seinen gewaltigen Militärapparat, dessen vielfältige Organisationen in den Segmentär des Reiches stationiert sind. Einige dieser Organisationen, wie die unerschütterlichen Imperiale Armee oder die legendären Orden der Space Marines, sind weiterhin bekannt und ihre Erfolge werden vom gemeinen Volk gefeiert und gepriesen. Andere, wie das schattenhafte Officio Assassinarum oder das Ordeo Maleus, sind nahezu unbekannt. Ihre Existenz ist ein Geheimnis, um das nur wenige hochrangige Würdenträger des Imperiums wissen. Doch sie erfüllen für das Imperium eine ebenso wichtige Rolle wie die bekannte Organisation. Obwohl die Streitkräfte des Imperiums ebenso vielfältig wie zahllos sind, sorgen sie doch gemeinsam für den Fortbestand der Menschheit in einem gefahrvollen Teil der Galaxis. Jede Organisation greift bei der Erfüllung dieser Aufgabe auf spezielle Ausrüstung, Techniken und Strategien zurück. Jeder militärische Zweig operiert unabhängig und erfüllt selbstständig seine Pflicht. Doch in den größten Schlachten der Menschheit stehen die Streitkräfte des Imperiums nicht selten Seite an Seite. Die geheimste Abteilung des Imperiums, die sich der Ausbildung von Attentätern verschrieben hat, setzt sich aus den unterschiedlichen Tempeln des Officio Assassinarum zusammen. Jeder Tempel hat sich darauf spezialisiert, seine Zöglinge in einer bestimmten Kunst des Tötens oder in der Verfolgung und Eliminierung bestimmter Ziele auszubilden. Vier Tempel zählen dabei zu den größten Einrichtungen des Officio Assassinarum. Ein Assassine des Vindikar-Tempels ist ein perfekter Scharfschütze und in der Lage, Ziele über große Entfernungen hinweg mit äußerster Präzision auszuschalten. Die Agenten des Kalidos-Tempels setzen auf alle möglichen Arten der Täuschung, um sich einen Weg in das Herz einer feindlichen Institution oder Hierarchie zu bahnen. Sobald ihnen dies gelungen ist, nutzen sie das Überraschungsmoment und die Nähe zu ihrem Ziel, um es in einem verwundbaren Moment auszuschalten. Assassinen des Eversor-Tempels gehen nicht annähernd so subtil zu Werke. Ihre genetisch modifizierten Körper werden mit Hilfe von Chemikalien in einen Zustand extremer Raserei versetzt, woraufhin sie auf größere Gruppen losgelassen werden, seltener auch auf Einzelziele. Kolexus-Assassinen sind hingegen äußerst selten und der Tempel rekrutiert seine Mitglieder aus Individuen, die das Paria-Gen besitzen, der seinen Träger zu einer Null-Entität im Warp werden lässt. Dank dieser Fähigkeit, einem rigiden Training und entsprechender Ausrüstung sind sie prädestiniert für die Eliminierung von Psionikern. Auch kleinere Tempel, die nicht über das Prestige der großen Vier verfügen, schicken ihre Agenten in die Kriegsgebiete der Galaxis, sowie die erfahrenen Giftmischer des Venenum-Tempels oder die Datensammler des Varnus-Tempels. Nur wenige Personen kennen die tatsächliche Zahl und die Natur aller Zweige des Officio Assassinarum. Ihr Sitz, ihr Trainingsmethoden und ihre Aufträge sind so geheim, dass selbst die Mitglieder des einen Tempels nichts über die Arbeitsweise der anderen wissen. Daher wurden bereits wiederholt mehrere Assassinen auf dasselbe Ziel ausgesetzt, was bisweilen zu einem tödlichen, wenn auch größtenteils unbemerkten Wettkampf unter den Agenten der verschiedenen Tempel führte. Dies ist nicht immer ein Nachteil, denn im unüberschaubaren Kriegsschauplatz des 41. Jahrtausends ist die Ausschaltung eines Feindes manchmal nur dann erfolgreich, wenn verschiedene Herangehensweisen zusammenwirken. Wo die Methode eines Attentäters keinen Erfolg hat, kann sich womöglich für einen anderen eine tödliche Möglichkeit eröffnen. Ordos der Inquisition. Die Inquisition unterteilt sich in viele verschiedene, unterschiedliche Fraktionen, die als Ordos bezeichnet werden. Jeder Ordo ist darauf spezialisiert, eine bestimmte Bedrohung für die Menschheit zu bekämpfen. Der Ordo Maleus, dessen Mitglieder im Kreis der Eingeweihten auch als Dämonenjäger bezeichnet werden, sucht die Kreaturen des Chaos und des Warp auszumerzen. Die Grey Knights arbeiten eng mit diesem Zweig der Inquisition zusammen, um jene Dämoneneinfälle zurückzuschlagen, die nicht verhindert werden konnten. Der Ordo Xenos richtet sein Augenmerk auf nichtmenschliche Elemente und ihren Einfluss auf die Galaxis. Werden Kampfverbände notwendig, ruft der Ordo Xenos nicht selten die Deathwatch zu Hilfe, spezialisierte Xenos-Jäger,
deren Kommandos bei Bedarf aus den Space Marines verschiedener Orden gebildet werden. Der Ordo Hereticus übernimmt die Aufgabe, nach Psionikern, Mutanten und Verrätern innerhalb des Imperiums Ausschau zu halten. Da diese Aufgabe die Inquisitoren auch in die Reihen der imperialen Institutionen führt, unterhält der Ordo enge Bindung zum Adeptus Sororitas, dessen Eifer und Hass auf Heretiker es zum standhaft Verbündeten der Inquisition macht, wenn die Menschheit vor sich selbst beschützt werden muss. Obwohl noch weitere Ordos existieren, sind diese drei die größten und aktivsten. Die verschiedenen Fraktionen sind dabei häufig so auf ihre eigenen Angelegenheiten fixiert, dass sie die Instrumente und Methoden der anderen nur äußerst selten genau kennen. Selbst innerhalb eines Ordos kann sich die Art einer Mission und der angewandten Herangehensweise stark von der nächsten unterscheiden. Denn viele Bedrohungen sind äußerst komplex und fallen bisweilen in den Zuständigkeitsbereich von mehr als einem Zweig der Inquisition. Obwohl Zusammenarbeit häufig die beste Lösung darstellt, sind Inquisitoren keine vertrauensseligen Individuen. So herrscht kein Mangel an internen Konflikten zwischen denen und innerhalb der Ordos. Den Bestrebungen, die Menschheit vor einer Bedrohung zu bewahren, kollidieren miteinander und Unstimmigkeiten über die geeigneten Methoden führen zu neuen Anschuldigen und manchmal sogar zu Kriegen. Droht sich das Feuer des Krieges zu einem Flächenbrand auszuweiten, seien es groß angelegte Invasionen der Chaos wie die Schwarzen Kreuzzüge oder die fortdauernden Kriege, die im Antioch-Sektor wüten, beteiligen sich Abteilungen aller militärischen Institutionen der Menschheit an den Kämpfen. Die planetaren Verteidigungsstreitkräfte halten die Linien, bis die kolossale Macht der imperialen Armee eintrifft, deren Soldaten und Panzer zunächst die Frontlinie festigen und den Feind anschließend aufreihen. Die imperiale Flotte befördert die Soldaten in die Kriegsgebiete, unterstützt sie mit orbitalen Bombardements und entsendet ihre Atmosphärenflugzeugstaffeln. Jagdflieger wie die Maschinen des Typ Thunderbolt ringen in großen Geschwadern um die Lufthoheit über einem umkämpften Planeten, bevor schwere Bomber des Typs Marauder starten, um gegnerische Stellungen zu schwächen, die kurz darauf durch Infanteristen gestürmt werden. Dort, wo die Kämpfe am heftigsten toben, werden die Einsatzverbände des Space Marines abgeworfen, um feindliche Schlüsselstellungen auszuschalten, wichtige Anführer der gegnerischen Truppen zu eliminieren oder stark umkämpfte Gebiete zu säubern. Alles, was die Space Marines hinterlassen, ist verbrannte Erde. Haben sie ihre Mission erfüllt, wären die Kämpfer des Adeptus Astartes rasch wieder abgezogen, um an anderer Stelle einen weiteren Blitzangriff zu führen und die Feinde des Imperiums das Herz aus der Brust zu reißen. In den größten Konflikten wären die Titanenlegion zu Hilfe gerufen, deren welterschütternde Feuerkraft selbst undurchdringliche Festungen und die ärgsten Gegner bezwingen. Die fanatischen Schwestern des Adeptus Sororitas vernichten gnadenlos alle, die die Wahrheit des Imperators nicht erkennen wollen, während imperiale Assassinen ungesehen ihrem tödlichen Handwerk nachgehen. Dort, wo die Bewohner des Warp auftauchen, treten die geheimnisvollen Grey Knights in Erscheinung. Und das undurchsichtige Netz der Inquisition ist allgegenwärtig. Ihren Agenten entgeht nichts. Um den Einsatz solch unterschiedlicher Streitkräfte in Kriegsgebieten zu koordinieren, die sich über ganze Sternsysteme oder gar Subsektoren erstrecken, ernennt das Imperium häufig einen obersten Befehlshaber. Werden die Vorzeichen einer drohenden Gefahr rechtzeitig erkannt, ernennen die hohen Senatoren zu Terror selbst einen solchen Befehlshaber. Dies versetzt sie in die Lage, die Leitung einem Offizier zu übertragen, der über die richtige Mischung aus strategischem Scharfsinn und Kampfeslust verfügt. Doch die Realität des Krieges ist eine andere, und lange Kommunikationswege und die Unwägbarkeit der Raumfahrt sorgen im 41. Jahrtausend dafür, dass in vielen Kriegsgebieten Anarchie und Wahnsinn gedeihen und die verschiedenen imperialen Elemente ohne Koordination in ein höllisches Kampfgebiet geworfen werden. In solchen Fällen wird der Oberbefehlshaber durch einen spontan gebildeten Kriegsrat ernannt, zu dem sich die verschiedenen militärischen Einrichtungen vor Ort zusammenfinden, um ihre Taktiken und Schlachtpläne miteinander abzustimmen. Es mag naheliegend erscheinen, einfach den Offizier zu ernennen, der den höchsten Rang in einem bestimmten Kriegsgebiet bekleidet. Doch dies ist leichter gesagt als getan, denn die verschiedenen militärischen Organisationen besitzen alle eine eigene Hierarchie und verwenden unterschiedliche Dienstgradbezeichnungen, weshalb es schwierig ist, dies gegeneinander abzuwägen. Es ist beispielsweise möglich, einen Großadmiral der imperialen Flotte mit einem Lord Commander der imperialen Armee zu vergleichen, doch die überwältigende Anzahl an Dienstgraden in den imperialen Armee kennt darüber hinaus auch Bezeichnungen wie Lord Marschall, Lord Kastellan, Großmarkgraf, Generalhauptmann, Kriegsfürst und viele andere.
In einem weit verstreuten und disparaten Reich wie dem des Imperium existiert eine unüberschaubare Zahl verschiedener hierarchischer Ordnungen. Und diese in der Hitze des Gefechts miteinander zu vergleichen und gegeneinander abzuwägen, führt nicht selten zu katastrophalen Verzögerungen. Lässt sich der höhere Dienstgrad daher nicht eindeutig bestimmen, werden Dienstalter und militärische Errungenschaften herangezogen, um zu bestimmen, wer als Oberbefehlshaber in Frage kommt. Sind Space Marines an den Kampfhandlungen beteiligt, eröffnet sich ihren Offizieren dadurch häufig die Chance, die Kontrolle über die imperialen Streitkräfte zu übernehmen. Dank ihrer genetisch verbesserten Körper besitzen Space Marines eine hohe Lebenserwartung. Und solange sie nicht im Kampf fallen, übertrifft dies die eines normalen Menschen um das 2- bis 3-fache und geht manchmal sogar darüber hinaus. Selbst in einem Zeitalter, in dem Krieg allgegenwärtig ist, gibt es unter den Verteidigern des Imperiums nur wenige, die von sich behaupten können, auch nur einen Bruchteil der Kämpfe erlebt zu haben, die ein erfahrener Captain oder gar ein berühmter Ordensmeister aus den Reihen des Adeptus Astartes gewonnen hat. Doch da der Kampf an vorderster Front nur selten zu den Aufgaben der obersten Befehlshaber in einem langwierigen Kampagnen oder einem ausgedehnten Feldzug gehört, überlassen viele Space Marines es anderen, sich um die Koordination, den Nachschub und die Einweisung von Verstärkungen zu kümmern. Stattdessen bevorzugen sie es, den Befehl auf dem Schlachtfeld zu übernehmen, wo sie mit ihrem taktischen Scharfsinn und ihren kämpferischen Qualitäten auf eine direkte Weise zum Sieg beitragen können. Angesichts der Katastrophen während des Zweiten Krieges um Armageddon wurden Commander Dante, der Ordensmeister des Space Marines Ordens der Blood Angels, bei seiner Ankunft gerühmt und gepriesen, nachdem er Kraft seines Ranges und seiner Kampferfahrung die Rolle des Oberkommandierenden übernommen hatte. Es heißt, Commander Dante sei 1100 terranische Standardjahre alt und die Berichte über seine Erfolge und Siege füllen ganze Bibliotheken. Es war Commander Dante, der zusammen mit Kommissar Jarek die versprengte Reste der Imperialen Armee, der Space Marines, der Titanenlegion und zahllose anderer um sich scharte, um den umkämpften Planeten gegen die unablässigen vorrückenden Orks zu verteidigen. Trotz der Erfahrung, über die Space Marines zweifellos verfügen, handelt es sich bei einem der berühmtesten, wenn nicht gar dem größten Feldherrn des letzten Jahrtausends um einen Offizier der Imperialen Armee. Dieser Mann ging als Lord Commander Solar Macarius in die Geschichte ein und war der oberste militärische Befehlshaber des Segmentum Solar und ein Mitglied des Hohen Senats zu Terra. Als eine der führenden militärischen Autoritäten der Menschheit führte Lord Solar Macarius eine Koalition imperialer Streitkräfte mit großem Erfolg und erstaunlicher Geschwindigkeit durch die Sterne und nahm im Namen des Imperators gewaltige Gebiete ein. Seit den Tagen des Großen Kreuzzuges hatte kein Mann so gewaltige territoriale Eroberungen für das Imperium errungen. Und erst recht nicht in einem so kurzen Zeitraum wie 7 Jahren. Im Laufe der turbulenten Geschichte des Imperiums endete jedoch nicht alle Einsätze, an denen sich mehrere militärische Organisationen beteiligten, in einem harmonischen Sieg. Die Risiken, die diese angesehenen Posten bergen, sind hoch. Und je triumphaler ein Sieg, desto bitterer auch die Niederlage. Viele kleinliche Auseinandersetzungen und Schuldzuweisungen wurden vorgebracht, nachdem alte Fäden, sinnlose Intrigen um des Ruhmes willen oder einfach mangelhafte Kommunikation dem Imperium verheerende Rückschläge bescherten. Als Stibor Lezarek, Ordensmeister der Firehawks und ranghöchster Offizier vor Ort, bei der Wahl des Oberbefehlshabers im Rahmen des Feldzuges im Lykantos-Ausläufer zugunsten von Luft Huron, dem Ordensmeister der Astral Claws, übergangen wurde, so heißt es, sorgt dies zwischen den beiden Orden nicht nur für Zwietracht, sondern setzte auch die Ereignisse in Gang, die schließlich im Untergang beider Space Marine Orden resultieren sollten. Ähnlicheres ereignete sich während der kurzlebigen Donobus-Kreuzzüges, in dessen Namen sich 2 Lord Commander zerstritten. Selbst nach ihrem tödlichen Duell tobte der auf ihrem Streit resultierende Bürgerkrieg in den Grenzsektoren ihrer beiden Segmenta 300 Jahre lang. Die Befehlsgewalt ist für jene, die über Streitkräfte von derart monumentaler Größe gebieten, beileibe keine leichte Bürde. Space Marines. Wie Engel des Todes kommen die übermenschlichen Space Marines aus dem Nichts über ihre Feinde und fegen sie in einem Wirbel aus Feuer und Tod hinweg, bevor sie ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Sie sind die erste Verteidigungslinie der Menschheit und werden im gesamten Imperium verehrt. Zur Erinnerung an ihre ruhmreichen Taten wurden auf zivilisierten Welten Schreine und Monumente errichtet und auf primitiveren Planeten werden sie als Götter des Krieges gepriesen.
Obwohl ihnen als Retter der Menschheit Bewunderung entgegengebracht wird, rufen die Space Marines doch auch Furcht in jenen hervor, die sie zu beschützen suchen. Sie standen schon immer abseits der gewöhnlichen Menschen, und unter allen Dienern des Imperiums sind sie die kompromisslosesten. Sie sind die Boten des Todes, die das Urteil des Imperators vollstrecken. Ihr plötzliches Erscheinen kündet von Unheil, und der Anblick eines Space Marines, und sei es noch nur so flüchtig und aus großer Entfernung, ist den Einwohnern des Imperiums ein böses Omen. Denn nicht selten ist es eines der letzten Dinge, die sie in ihrem Leben sehen. Space Marines sind die mächtigsten Krieger des Imperiums, und es wird von ihnen erwartet, dass sie auf dem Schlachtfeld nahezu unmögliche Taten vollbringen, entscheidende Sturmangriffe führen, den entsetzlichsten Feinden entgegentreten und ihre Stellung halten, wie aussichtslos die Lage auch sein mag. Obgleich ihre Zahl gering ist, erledigen sie jede dieser Aufgaben. Space Marines verstehen sich insbesondere auf blitzschnelle Sturmangriffe, doch sie greifen bereitwillig auf jede Methode zurück, die ihnen zum Sieg verhilft. Sie wurden für den Krieg geschaffen, für den Sieg ausgebildet und sind für die Schlacht gerüstet. Sie gaben ihre Menschlichkeit auf und opferten somit bereitwillig jene Sache, die sie nun vielleicht schuldig verteidigen. Space Marines sind in unabhängigen Armeen organisiert, die als Orden bezeichnet werden. Es existieren etwa 1000 Orden, die in der gesamten Galaxis verstreut stationiert sind. Jeder Orden verfügt über seine eigene Flotte, trägt eine einzigartige Heraldik und besitzt eine unverwechselbare Identität. Alle Space Marines eines Ordens sind Teil einer Kriegerkultur, dessen Praktiken und Traditionen in manchen Fällen bis in die frühesten Tage der Herrschaft des Imperators zurückreichen. Space Marines, die demselben Orden angehören, sind nicht nur Brüder im Geiste, sondern auch Waffenbrüder. Und es ist diese duale Existenz, in der Körper und Geist im Einklang sind, die einen Space Marine zu einem derart hingebungsvollen Krieger werden lassen. Die meisten Orden sind auf einer Ordenswelt beheimatet, einem Planeten im Imperium, der von den Space Marines verwaltet wird, die dort stationiert sind und keine Abgaben an das Administratorum zu entrichten hat. Andere Orden sind nicht an einen Planeten gebunden und ziehen mit einer gewaltigen Flotte durch den Raum oder haben ihre Basis auf einem Asteroiden oder einer Raumstation errichtet. Viele Legenden ranken sich um die Space Marines und die Grenze zwischen Realität und Mythos ist selten klar zu erkennen. Dies ist nicht weit überraschend, denn die Space Marines wurden in der Frühzeit des Imperiums durch den Imperator selbst geschaffen. Die Chronik der geschichtsträchtigsten Orden reicht bis in jene Zeit zurück, die als die erste Gründung bezeichnet wird und in der die Space Marines mächtige Legionen bildeten. Nachdem es in den Reihen der Legion zu Verrat gekommen war und in einigen die Zahl der Mutationen beunruhigend zunahm, fasste das Imperium den Beschluss, ihre Organisationsstruktur grundlegend zu ändern. Ultramarines, Verteidiger von Ultramar, Erste und dergleichen. Die Ultramarines sind ein beispielhafter Orden. Sie sind wahrscheinlich die reinsten, edelsten und am stärksten verehrten ihrer legendären Art. Seit den frühesten Tagen des Imperiums, in denen sie im Laufe des Großen Kreuzzuges mehr Planeten befreiten als irgendeine andere Legion, bis in die jüngste Vergangenheit, wo sie bei Ausbruch der Tyrannidenkriege ganz allein dem Feind die Stirn boten, haben die Ultramarines großen Ruhm errungen. Es war Rubut Gulliman, der Primarch der Ultramarines, der den Codex Astartes niederschrieb. Jenes Werk, das die Grundlage für die Orden der Space Marines schuf. Dank ihrer berühmten Vergangenheit und ihrer stabilen Gensaat sind mehr Nachfolgeorden aus ihnen hervorgegangen als aus jedem anderen Orden. Blood Angels, die Söhne des Sanguinus, die himmlischen Herrscharen. Die Blood Angels wurden während der ersten Gründung erschaffen und gehören damit zu den ältesten und stolzesten aller Orden der Space Marines. Sie sind weithin für ihre blutrünstigen Eifer bekannt und bevorzugen den Nahkampf und den Einsatz von Sprungmodulen. Sie streben unablässig nach Perfektion, was in der makellosen Ausführung ihrer Schlachtpläne und der Ästhetik ihrer Ausrüstung zum Ausdruck kommt. Doch trotz ihres vornehmen Erscheinungsbildes tragen die Blood Angels tiefe Narben auf ihrer Seele. Seit dem Tod ihres geflügelten Primarchen Sanguinus liegt ein Fluch auf den Blood Angels, der sie in den Wahnsinn und in den Tod treibt. Obwohl ihre Schützlinge sie fürchten und ihnen misstrauen, lassen die Blood Angels nicht nach, die Feinde des Imperiums zu zerschmettern, und die Geschichte ihrer Schlachten ist beispiellos. Dark Angels, Legion der Sühne, Jäger der Gefallenen. Die Dark Angels waren die erste Legion, die der Imperator schuf. Sie sind ein ebenso geheimnisvoller wie stolzer Orden,
und jede ihrer Taten wird durch geheime Rituale und Traditionen bestimmt. Alles, was man über die Dark Angels weiß, ist, dass sie ein um andere Mal auch angesichts einer überwältigenden Übermacht standhielten und am Ende siegreich waren. Trotz ihrer heldenhaften Vergangenheit wird ihnen von vielen im Imperium Misstrauen entgegengebracht, denn es heißt, dass die Dark Angels ihre eigenen, verborgenen Absichten verfolgen. Derartige Anschuldigungen werden nicht beantwortet und oft werden sie gar nicht erst zur Kenntnis genommen, denn die Dark Angels bleiben stets still und nachdenklich. Die Organisation der Dark Angels unterscheidet sich von den Vorgaben, die im Codex Astartes festgehalten wurden. Am auffälligsten ist dies in der ersten und zweiten Kompanie des Ordens, den Eliteformationen, die innerhalb des Ordens als der Deathwing und der Ravenwing bezeichnet werden. Space Wolves, die Söhne des Russ, Krieger von Fenris. Die Space Wolves sind ein wilder, unabhängiger Orden, der dem Imperium seit der ersten Gründung hingebungsvoll dient. Jeder Space Wolf ist über alle Maßen hinaus tapfer und strebt danach, auf dem Schlachtfeld große Taten zu vollbringen, die einer Saga würdig sind. Die Space Wolves verdanken ihr wildes Wesen und ihre Erscheinung dem genetischen Erbe des Primarchen Leman Russ und sind stolz auf ihre unorthodoxe Natur. Für religiöse Bräuche oder die strikte Einhaltung eines Protokolls besitzen sie keine Geduld. Vielmehr bevorzugen sie es, den kriegerischen Traditionen ihrer ungezähmten Heimatwelt Fenris treu zu bleiben. Trotz ihres langen und vorbildlichen Dienstes für das Imperium sind die unglückseligen Wolf Brother ihr einziger bekannter Nachfolgeorden. Imperial Fists, Dorns Verteidiger, die goldenen Rächer. Die Imperial Fists haben sich im Kampf gegen jedes größere Xenos-Volk verdient gemacht und erwiesen sich in der trostlosesten Zeit des Imperiums als wichtige Stütze. Wie alle Space Marines zeichnen sich die Imperial Fists in jedem Aspekt der Kriegsführung aus, obwohl sie insbesondere als Experten der Belagerung und des Festungsbaus gelten. Dadurch gerieten sie auch immer wieder mit ihren Erzrivalen, den abtrünnigen Iron Warriors, aneinander. Rogal Dorn, der Primarch der Imperial Fists, erhielt vom Imperator persönlich den Auftrag, die Verteidigungsanlagen des Imperialen Palastes auf Terra zu entwerfen, und dessen Verteidigung im Zuge des Großen Bruderkrieges gilt als eine der Sternstunden des Ordens. Grey Knights, die Unkorrumpierbaren, Divisio Militaris des Ordos Maleus. Innerhalb der elitären Bruderschaft der Space Marines existiert ein Orden, der dazu ausersehen ist, sein Dasein fernab seiner Ordensbrüder zu fristen. Denn seine eingeschworene Pflicht besteht darin, das Chaos in seiner schrecklichsten Form zu bekämpfen. Die Grey Knights stellen den militärischen Arm des Ordos Maleus, jenen Dämonenjägern, die den ältesten Zweig der Inquisition bilden. Der Orden wurde auf Befehl des Imperators persönlich gegründet, und jeder Grey Knight ist ein mächtiger Psioniker mit reinem Herzen und rechtem Glauben. Dies ist unerlässlich, denn im Kampf stehen sie überall dort, wo die Kreaturen des Warp in die reale Welt dringen, den schrecklichsten Dämonen gegenüber. Sie kennen die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit, sind mit den tödlichsten Nemesis-Psi-Waffen ausgestattet und verfügen über die fortschrittlichste Ausrüstung des Imperiums. Sie sind die ultimativen Gegenspieler der warpgeborenen Lakaien der dunklen Götter. Der Imperator entschlüsselte die Geheimnisse des Lebens und nutzte seine Weitsicht und seinen unermesslichen Intellekt, um die mysteriöse Energie des Warp zu enträtseln und sie nach seinem Willen neu zu gestalten. Schon lange experimentierte er mit genetischen verbesserten Kriegern, doch seine größte Kreation waren 20 höhere Wesen, deren Kräfte den seinesgleichen und bisweilen sogar übertrafen. Mithilfe dieser übermenschlichen Wesen, dem Primarchen, wollte er die Menschheit vereinen und die Galaxis zurückfordern. Doch die Chaosgötter wussten um den Plan des Imperators. Die Diener der verderbten Mächte stahlen die übermenschlichen Föten und schleuderten sie durch den Warp. Doch es war nicht alles verloren, denn der Imperator nutzte genetische Spuren seiner geliebten Primarchen, um die ersten Space Marines zu erschaffen. So wurde jeder Primarch zum Vater einer 10.000 Mann starken Legion. Ein Ereignis, das als die erste Gründung in die Geschichte des Imperiums einging. Der Imperator persönlich führte die mächtigen Space Marines auf den großen Kreuzzug an, einem epischen Feldzug mit dem Ziel, die zahllosen Welten der Galaxis im Namen der Menschheit zurückzuerobern. Während dieser Kampagne stießen die Legionen und ihre Primarchen, die in der Zwischenzeit zu unbesiegbaren Kriegern herangewachsen waren, die ganzen Armeen zerschmettern konnten.
Letztendlich waren es die Primarchen an der Spitze der Space-Marine-Legion, die das Imperium schufen, das noch heute besteht. Doch das Chaos hatte einige der Primarchen verdorben und in ihnen Schwächen und Mäkel gezeugt. Es war Horus, der Primarch der Lunar Wolves, der die große Rebellion anführen sollte, obwohl viele seiner Brüder ihm folgten. Dies ist nicht der Ort, die Geschichte jener Schlachten zu erzählen, doch letztlich überlebten nur sechs Primarchen den großen Bruderkrieg. Die übrigen fanden im Laufe der Kämpfe den Tod oder flohen zusammen mit ihren verräterischen Legionen in das Auge des Schreckens, dem Eye of Terror, wo einige von ihnen noch heute existieren, auf ewig dazu verdammt, den verdorbenen Göttern des Chaos zu dienen. Die überlebenden Primarchen begannen, das Imperium wieder aufzubauen. Obwohl sie eine sehr lange Lebensspanne besaßen, waren die Primarchen nicht unsterblich. Doch es ist schwierig, die Fakten von den Legenden zu trennen, die diese gottähnlichen Geschöpfe umranken. Mit Sicherheit errang jedoch von ihnen jede viele bedeutsame Siege und vollbrachte überall in der Galaxis heldenhafte Taten, die sie im Imperium zu einem Mythos machten. Doch wer weiß mit Gewissheit zu sagen, ob Leman Russ, der Primarch der Space Wolves, wirklich eigenhändig eine zyklopische Drax-Bestie erschlug? Und sollte Ferus Manus die Eisenpyramiden von Medusa nicht geschmiedet haben, wer war es dann? Einer nach dem anderen verschwand die Primarchen aus den Annalen der Geschichte. Der letzte von ihnen angeblich M32. Egal ob die Geschichten, die man sich über die Primarchen erzählt, außergewöhnlich oder widersprüchlich sind, der Wahrheit entsprechen oder eher zweifelhaft sind, in Überlieferung jedes Ordens der Space Marines leben sie fort. An andere erinnert man sich noch immer auf den Planeten, auf denen die Primarchen aufwuchsen. Heute werden sie wie Götter verehrt und Pilgerfahrten werden entlang der Routen unternommen, die sie bei ihrer Wanderung durch die Sterne nahmen. Diese führen nicht selten zu Grabstätten und großen Denkmälern, alten und geschichtsträchtigen Orten, an denen ihre Knochen oder Teile ihrer Ausrüstung als heilige Relikte aufbewahrt werden. Viele behaupten unbeirrt, dass ihre Primarchen wieder auferstehen werden, um in der letzten Schlacht des Imperiums zu kämpfen. In der nächsten Folge zum Imperium gehe ich ein wenig auf die Imperial Knights ein, Adeptus Sororitas und auch ein wenig auf Astra Militarum, bis es danach an die Xenos-Völker geht. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Eye of Terror.